Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Danny. Sagt man eigentlich Danny oder Daniel zu dir? Sag lieber Daniel. Warum? Ach, ich weiß auch. Schlechte Erinnerung? Ja, ja. Es gibt so ein paar Leute, die mich Danny genannt haben, wo ich nicht so gern dran zurückdenke. Okay. Oh mein Gott. Alles klar, ich sag weiter. Danny, Daniel. Das ist der Daniel. Und heute haben wir den 19. Juli. Am 19. Juli haben wir auch ein prominentes Geburtstagskind. Schon wieder? Ja, jeden Tag, ist doch klar. Ja. Immer, irgendjemand hat immer Geburtstag. Okay. Und das prominente Geburtstagskind ist, kennst du bestimmt, Kevin Großkreuz. Kenn ich. Oh ja, Fußballer. Genau, Kevin Großkreuz. Hier ist er mit seiner Opera, das war ja zu weit, mit seiner weltgeilen Frisur, damals beim BVB noch gespielt, als sie Meister geworden sind. Das war Absicht, oder? Ich glaube, er hat irgendeine Wette verloren oder sowas, beziehungsweise er hat gewettet bei Meisterschaftsgewinn, da rasiert er sich die Haare und das ist so die halbe Arbeit. Deswegen sieht er so kacke aus. Ja. Aber ist er bekannt als Döner Kevin? Ja. Ja? Also das sind so Sachen, man macht einmal was falsch und es wird einem immer wieder nachgetragen. Das bleibt halt haften, ja. Döner Kevin ist jetzt für immer. Ja. Aber am 19. Juli ist auch was passiert? Ja, und zwar war das die Geburtsstunde der Frauenbewegung in den Siena Falls bei New York. Die Frauenkonferenz fand dort zum ersten Mal statt und es ist nicht überliefert, ob die Frauenbewegung eine rhythmische war oder ob sie einfach so passiert ist. Das war die erste Konferenz der Frauenbewegung. Ja, ist ja schon ein bisschen sexistisch, was du sagst, ne? Entschuldigung. Naja, also kann immer passieren. Ja, genau. Aber am 19. Juli ist auch ein Film in die deutschen Kinos gekommen, der Kultstatus ja erlangt hat. Das war Otto der Film. Oh ja. Otto der Film kam am 19.07.1985 in die Kinos und war bis dahin auch der erfolgreichste deutsche Film überhaupt. Hast du ihn im Kino gesehen? Habe ich im Kino gesehen. Ich habe ihn sogar zweimal im Kino gesehen. Ja. Ich fand ihn Weltklasse geil. Ich finde ihn heute auch noch gut. Ist irgendwie so ein Meilenstein der deutschen Filmgeschichte gewesen. Ja. Ja. Aber am 19.07.85, nicht 85, sondern der war dann 2001, genau. 2001 kam ein weiterer Film und der hat dann Otto getoppt. Okay. War der Schuh des Manitou. Der Schuh des Manitou ist herausgekommen und hat dann die Einspielergebnisse von Otto noch getoppt. Und der ist am gleichen Tag herausgekommen wie Otto der Film. Das Bulli Herbestand. Also, unschlagbar. Ja, unschlagbar wahrscheinlich, genau. Aber wenn du am 19.07. einen Film rausbringst, wird es einfach ein Hit. Also, sollte man es merken. Bei deinem nächsten Kinofilm wird's auf jeden Fall. Musst du am 19.07. rauskommen. 100%. Ja. Was ist am 19.07. noch passiert? Am 19.07. ist passiert der erste. Moment. Entschuldigung, ich habe mich in der Zeile verlesen. Ach, kann man ja. Die Geburtsstunde der Frauenbewegung hatten wir schon, deswegen. Echt? Wegen Mordes 1793, jetzt weiß ich ja, warum ich mich da verlesen habe, das Datum ist so lange her. Ein Mord an Jean-Paul Morat. Charlotte Corday hat diesen Mord begangen und ist dafür hingerichtet worden. Ich habe darüber ein bisschen gelesen, ist eine sehr skurrile Sache gewesen und hat auch politisch richtig viel Konsequenzen gehabt. Was aber mich sehr beeindruckt hat, ist vielleicht Zufall, aber auf dem Weg vom Gefängnis zu der Stelle, wo sie auf der Guillotine enthauptet wurde, hat es ein Riesengewitter gegeben. Vorher schien die Sonne. Es gab ein Riesengewitter, ein ganz brutales, wo Bäume und Stürme und was weiß ich umgefallen sind. Und danach schien die Sonne wieder. Also da, wo sie auf dem Platz ankam. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, es hat was Mystisches, wo ich mir gedacht habe, ist das ein Zufall? Oder? Meinst du, da war eine höhere Macht im Spiel? Ich glaube schon, die war unschuldig. Ach so, glaubst du an höhere Mächte? Teilweise. Interessant. Ja. Ich nicht. Ja, am 19. Juli haben wir jetzt ganz viel gelernt. Kevin Großkreuz hat Geburtstag, das war das Wichtigste eigentlich. Das ja. Kevin Großkreuz, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Genau. Ja. Wir sehen uns morgen wieder am 20. Juli. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.